Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces Earth. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen in Walbrook aufgeräumt und wir sollen auch wieder dahin, deswegen fragt ihr euch bestimmt, warum bin ich jetzt hier wieder in der Taverne von Grailside oder im Gasthaus oder was auch immer. Ja, ich gebe jetzt hier noch ganz schnell eine Quest ab, und zwar hier, weil, bams, immer nur zwei Tränke des Lebens abgeben und das war's. Und ja, jetzt machen wir uns direkt wieder auf zu Walbrook. Das hat sich ja gelohnt, ne? Mäh. Okay, warte mal, soll ich mir vielleicht den Getränke des Lebens nochmal neu kaufen? Jo, mache ich. Zack. So. Ich habe natürlich wie immer ein ganz klein bisschen trainiert. Ein ganz klein bisschen. Hab ein paar neue Titel dazu bekommen. Ja, ein paar habe ich gemeistert. Das ist halt eigentlich das Einzige, was ich mache. Zum Beispiel Faust 11. Hat ja auf Heilfähigkeiten spezialisiert. Geil. Durchschülerin, ja, auf Materia gekämpft. Zwei Gegner auf einmal, die erwachte, bla 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 bla, okay. Oder Halunke, viele Gegenstände geklaut und einige Arzt habe ich auch noch hochgeballert. Kämpfer, viel Sammler, ja, mehrere Gegenstände, viel kritische Treffer. Hier noch die ganzen Arzt. Kombokämpferin, flitzen Genie, Artlehrling, kritische Schlägerin und die ganzen Arzt. Ja, ich habe alle. Warte mal, habe ich jetzt Cherry? Hat jetzt Cherry? Cherry hat noch ganz wenige. Wildes Weib, Kreis-Spezialistin, Priesterin, die viel heilt, kritische Schlägerin und den ganzen Arzt. Die habe ich alle am Ende des Parts ab. Nehme ich mal an. So, und wir flitzen jetzt ganz schnell nach Walbrook. Ich habe das jetzt eigentlich nur gemacht, um die eine Quest zu erledigen, aber was soll's. Ja, das, ach so, ich habe noch den Finstertrunk, habe ich hier, oh, da ist was. Apfel, wegwerfen. Schon weggeworfen, aber wir werfen die nochmal weg. Ja, also, die meiste Zeit natürlich eigentlich hier nur immer trainieren von den ganzen Parts, wo ich, also von den Aufnahmesessions, damit ich ein bisschen vorbereiteter reinkomme in die nächsten Kämpfe, weil die Bosse, die haben mich doch, oh Gott. Wenn ich an Melik zurückdenke, oh Gott. Ja, aber die normalen Kämpfe, die sind voll einfach. Das verstehe ich nicht. Ich hätte vielleicht doch lieber bei Walbrook weitermachen sollen, weil für diese eine Quest hat sich das, glaube ich, nicht gelohnt. Aber egal, wir haben FP dazu bekommen, das ist doch auch was. Und sind wir da? Sind wir da? Nee, da hinten. Ah, oh, wir müssen noch da rum. Ah, oh, das wird immer unangenehmer. Peinliche Pausen. Ich will damit das Story weitermachen. Und mit Richard. Den müssen wir, glaube ich, aufsuchen. Ne? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ach nee, wir haben ihn schon gesucht. Genau. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur raus aus Warbrook, wenn ich mich nicht irre. Der gibt sich zum Nordtor. Grandios. So, dann müssen wir jetzt hier raus, wenn ich mich nicht irre. Und zurück nach Barona. Und ein Finstertrunk, geil. Die brauche ich immer während den Trainingssessions. Hoffentlich können wir irgendwann kaufen. Ja. On the orders of Duke Dallin, your team will be allowed to join us in battle. However, you will not belong to the regular army. Instead, you will function as an independent commando unit. Was kommt hier so ein ganz normaler Soldat auf mich zu? Der zählt mir das, hallo? Please tell the Duke and his Highness that we will do our best. Schon General oder so vorbeikommen, um mir sowas zu sagen. Sounds like it just means we can do whatever we want. Ah! Wieso war der Schrei nicht in der Sprechblase? Hubert, everyone has a place and a purpose. But what about me? Well, wer bin ich? It won't change anything. Warum wurde ich geboren? Warum bin ich hier überhaupt am Leben? Luke, ich meine Espel, hör auf damit. So, ich glaube, es bleibt nur die Verbundenen zu retten. Okay. Ja, das hat da hinten erst. Da kriegen wir nämlich ein paar Sachen geschenkt. Und so Zeugs. Skit. Skit. Komm zu rechtfertigen.
Couldn't you have stopped him? Come on, Sharia. Don't you feel bad for Richard? He was almost murdered by his own uncle. I'm trying to understand, but it's difficult. Is more fighting really the only solution? I can understand that you feel sorry for all the wounded, Sharia. But I don't think you're being very fair about this. Wait, you don't have to... Oh, Asbel, can you not see that Richard was in the wrong here? Ja, und das Erste, was dir darauf einfällt, ist, Asbel dafür verantwortlich zu machen. Okay, da glitzert was. Gummisamen. Ich heb übrigens überhaupt keine glitzernden Sachen während meiner Trainingssession auf, weil man könnte ja sonst was finden und das möchte ich ja niemandem vorenthalten. Aber sie überhaupt nicht aufzusammeln ist natürlich auch nicht so gut. Das Schicksal Windor hängt von dieser Schlacht ab. Jeder einzelne von uns muss kämpfen. Es gäbe auch kein Morgen. Sonst gäbe es kein Morgen. 40 Gummi, geil. Und da ist der Spasselackenstern schon wieder. Mach mich nervös. Oh, Glitzer, Glitzer. Begib dich ins Schloss Barona. Das krieg ich hin. So. Kann ich noch was bei dir kaufen? Okay. Ich glaube, ich habe alles, ne? Hackfleisch. Ach ja, ich könnte mal ein bisschen dualisieren. Vielleicht einige Gerichte. Aber wir könnten ja Hunger kriegen mitten da drinne. Gewöhnliches Metall. Ich tue mal ein paar von den Kristallen erstellen, weil die brauchen wir im Laufe der Zeit. Ja, da ist der Firefox-Kristall. Sieht aus wie so ein Firefox-Browser-Symbol, ne? So, was haben wir hier? Martinchen-Eintopf. Ja, ich muss noch meine Auswahl ein bisschen... Mehr habe ich nicht. Meine Auswahl muss ich ein bisschen erweitert in Sachen... Kochrezepte. So... Einfach alles hier, was wir haben. Oh, ich habe nur eine. Ein Sandwich. Ich tue von alles mal zwei herstellen, weil man weiß ja nicht, wann man die hier für Quests und so brauchen kann. Ne? Mache ich Sinn irgendwie? Ein Stempel. Yeah. Und das war's. Wo ist? Ich habe nur so wenig zu essen. Wie komme ich denn so über die Runden? Hey, hier ist noch was. Hallo? Hackfleisch. Und Pasta Bolognese. Und Pastetenteig. Und wie viel? Wieso habe ich auf einmal so viel? Habe ich da gerade alles übersehen oder was? Fischreis. Reis. Reis frei. Und. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt nicht auf jedes einzelne Rezept hier eingehe, aber das würde ewig dauern. Ich akzeptiere ihre Daseinsberechtigung, aber das heißt jetzt nicht, dass ich darauf eingehen muss. So. So intuitivgründig. Und ich glaube, das war's jetzt, ne? Blut. Ja. Ja. Bis bald dann. Imbissköchin und Apothekerin. Cool. Da gehe ich ein andermal auf ein. So, wir reden mal mit all den Soldaten. Ich bin ein Freund des Krieges und so weiter. Kann ich nicht gebrauchen. Bei diesem Kampf ist die Gerechtigkeit auf unserer Seite. Wir dürfen nicht zögern, unser Leben für diesen Zweck hinzugeben. Alles Teiler, geil. Wir haben den Befehl, hier zu warten, bis wir weitere Befehle bekommen. Halt, hier, nehmt das. Und lasst es und lasst uns zusehen, dass wir alle lebend hier rauskommen. Oh, geil. Gewöhnliches Metall. Luftiger Einsatz. We're a commando unit, right? So we should just kick back and wait for something to commando. I don't want to hear that kind of talk. There has to be something we can do. Yeah, okay, Captain Bring Down. You should try having fun once in a while. Sorry. If Richard isn't here, then there must be some other way of reaching the castle. Ist ja wohl offensichtlich wo. Right? Yeah, good point. Let me think about it.
So, mehr zeigt. Jetzt können wir nur noch kämpfen. Das ist alles. Eine Sanduhr. Es wird noch alles nützlich. Wir versuchen das Hauptwerk vom Baron einzunehmen, aber wir sind hier stationiert, bis wir das Signal bekommen. Hier, nehmt das. Nur für alle Fälle. Danke. Ich hab vollgebracht. Jüngchen Schloss Baron. Wir können ja nur noch hier durch. Ja, oh, hey. Ich wollte doch erst speichern. Have you come here on His Highness's orders? Nein. What orders? Did the prince come this way? Yes, he took a squad inside just before you arrived. I see. All right, let's follow them. Dann gehen wir mal rein. Okay. Es geht. Es geht. Das vernebelte siebte Jahr. I hope Captain Malik's okay. You really love that captain guy, huh? It's more than that. I respect him. He taught me all sorts of things about being a knight. So what's night school like anyway? Was it all fun and filled with teenage pranks or whatever? Not really. Actually, I didn't have a lot of time to goof off. No? The instructors and students were all working towards the same shared goal. My 7 years there just kind of flew by. Well, that doesn't sound all that bad to me. What do you think, Sharia? How would I know? Rawr! All this school talk rub you the wrong way? Ja. Wen schon. So, dann gehen wir mal da rein. Wir wissen ja, ja, wir denken ja, Richard hat uns ja vor 7 Jahren mal gesagt, dass es zum Schloss führt hier irgendwo. Deswegen hoffe ich, dass es immer noch zum Schloss führt, weil sonst gehen wir ja den ganzen Weg umsonst. Aber ich guck mal, ob wir noch irgendwie zurück können. Also so nach unten, geh weg, was willst du denn? Was willst du denn, geh weg? Level 1 Viecher hier. So. So. Okay. Könnten wir noch theoretisch nach... Oh mein Gott, ihr seid sowas von tot. Was? Warum haltet ihr so viel aus? Ach ja, und steuert uns so viel gerade. Ich hab mal Cherry gesteuert. Da kam so eine Meldung von... sie greift mit Messerchen an und so. Qualitätsmethodik. Boah, darauf will ich gar nicht erst eingehen. Ich kapiere das erstens nicht und zweitens mache ich das auch nicht. Und zweitens will ich das nicht. Ja, mit den Dualisieren und den Waffen und den Qualitäten und den Schermen und so. Ich kapiere das nicht. Und ich will das auch nicht kopieren. Kapieren. Kopieren. Was? Okay. Man kann ja nie wissen, okay? Entschuldigung. Boah, da hätte sich nur umgedreht. Aua. Aua. Mann! Auf! Ja, und ich werde wahrscheinlich auf diese aufgeladenen Angriffe einsetzen. Wegen den Titeln. Qualitätspaare, das interessiert mich nicht. Wer es lesen will, der konnte da mal pausieren, aber ich habe keinen Bock, das zu erklären. Ich kapiere es nicht. Vor allem, das lohnt sich auch irgendwie gar nicht. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine Waffe irgendwie aufballern oder so. Das würde sich doch viel weniger lohnen, als eine Schatztruhe. Als wenn ich mir irgendwie eine neue Waffe holen würde. So denke ich das jedenfalls. Aber ich könnte mich auch irren. Was ich ja manchmal mache. Okay. Das Buch der Perfektion. Ja, schadenloser Sieg. Ich spiele übrigens immer noch auf Böse. Aber nur nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Hey. Man hat eine Chance zu 50 diesen Tropfen zu überleben. Ja, super. Was wollte ich jetzt sagen? Was habe ich gerade gesagt? Ich habe total vergessen, was ich gerade gesagt habe. Egal, wird schon nicht wichtig gewesen sein. Mann, bin ich doof. Ja, ohne Truhe. Mann, bin ich doof. Ohne Truhe! Ach, Mann. Absolut geöffnet. Wer weiß, vielleicht 10 Jahren erst. Für Titel und so. Titel, irgendwas mit Titel, wollte ich sagen. Ach ja, mit den aufkleinenden Angriffen, die werde ich wahrscheinlich oft einsetzen, weil ich habe schon versucht, die Offscreen ein bisschen aufzulösen, das hat trotzdem noch lange gedauert. Beziehungsweise, ich habe immer noch nicht den Meistertitel dafür bekommen. Ja, was auch immer.
Und kommt man von hier aus dahin oder? Wow, geh weg. Oder von hier aus? Von hier aus müsste man da hinkommen, ne? Aber wofür ist denn der andere dann? Hier ist es passiert. Das vor 7 Jahren, erinnert ihr euch noch? Für einige kommt es wahrscheinlich wirklich so vor, als wäre es vor 7 Jahren. Weil die ersten, keine Ahnung, 10 Parts irgendwie noch vor 5, 6 Monaten oder so hochgeladen worden sind. Aber egal. So, was haben wir hier? Das ist, die beiden Wege führen eigentlich, glaube ich, genau zum gleichen Ort. Aber, ja. Deswegen weiß ich auch nicht, warum dieser Ort hier eingebaut worden ist, aber ich möchte nicht, dass die Kreativität von den Herstellern hier in Frage stellen. Boink. Hallöchen, Räumchen. Und Hallöchen, Truhe. Hallöchen, 1800 Gold. Hallöchen, Entdeckung. Grab der Namenlosen. Und Hallöchen, Skill. Grabspläne. Asbel, what's a grave? Well, it's a place where dead people are buried. Why are they buried? It's kind of weil sie nicht mehr aufstehen können. But when I die, I'll be buried in one too. You're going to die? Hold on, I don't plan on dying anytime soon. Good, thinking about that makes me feel bad. But why do I feel that way? What you feel is normal, Sophie. No one wants to see anybody die. But Asbel, aren't we fighting other people? Well, yeah. Mein Gott, jetzt wird's kompliziert. Sorry, I don't think I can help you make sense of that now. But I might have an answer for you someday. Ask me again when I'm older, all right? Okay, you can teach me once you know. Okay. Wenigstens hat Sophie etwas Geduld. So. Skit. Nein. Okay, mir egal. Dann gehen wir mal durch den Geheimgang. Jetzt müssen wir im Barona-Schloss sein. Wir nehmen uns Richard mal. Oh, hallo Richard, übrigens. Asbel, you're here. As you can see, we were ambushed and all my men slain. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Es ist ein totaler Zufall, dass ich als einziger lebe und alle um mich herum tot sind. I alone managed to survive. Nur ich kam mit dem Leben davon. This place is dangerous. You should let us take it from here. Impossible. I must settle things with my uncle personally. Well then, at least let us accompany you. Very well. Was auch immer. Die Gruppe besteht nun auch aus Richard. So. Seine Titel müssten eigentlich alle aktualisiert sein. Einige neue. Oder hatte ich die schon? Weiß ich gar nicht. Egal, was hast du denn ausgerüstet? Ja, Objektzeit, Wartezeit. Boah, mir juckt die ganze Zeit die Nase. Ah, ist so ekelhaft. Das können wir, glaube ich, da lang und da lang. Ich wollte eigentlich erst gucken, ob... Ja, egal. Oh, Ruhe. Alles ist wieder plötzlich gut. Okay, wer hat denn ja das höchste Level? Sophie, deswegen kommt Richard. Ich möchte mal kurz was gucken. Schauen wir mal, Richard. Einfach so. Greifen wir mit ihm ein bisschen physisch an. Klingt das wach was? Das klingt nach was, ne? So. Wunderbar. Hi. Mein Lehnsherr, bitte seid vorsichtig. Die Ritter sind stark. Es ist nicht zu übersehen. Ich will nicht sterben. Bist du aber gleich. Oh Gott, ich bin so teuflisch. Okay. Während ich da drüber schiebe, gehe ich noch drüber. Okay. Na? Rizell. Oh Gott sei Dank. Der Stress. Oh mein Gott. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum die Leute im Schloss hier irgendwelche Blöcke hier
hinstellen, aber naja. Ich möchte nicht die Architektur in Frage stellen. No, stop. Don't come out. Das war Richard, are you all right? Are you hurt? It's the wound you took at Wallbridge, isn't it? Spricht sie schon wieder mit dir? Or is it the poison you told me about? The one given to your father? Yes. Spricht es auch mit dir? My uncle tried to poison my father. And as I expected, he did the same to me. But when that didn't work, he came at us directly. I will make him pay. He will curse the day he tried to take my life. Richard. We've wasted enough time. Let's go. Ja, töten wir. Was ist los mit dir, Richard? Okay, da oder da? Entdeckung! Zwillingsphasen. Getrennte Welten. No, a little to the left. There, yes. Oh, Sharia, that feels great. What is this? I've never heard of this healing method. It's acupuncture. Acupuncture? What does it do? Oh, that feels really good. I don't know. I'm still studying it. Whoa, wait a minute. You're having me perform a treatment on you, and you don't even know what it does? Scheint ja zu funktionieren. Those two are off in their own little world again. Such fabulous vases, wouldn't you agree? A shame only one remains intact. Sorry. To be honest, I don't really know anything about antiques. Was war das denn jetzt? So, hier ist ein Speicherpunkt, aber da geht's noch nach unten. Das macht Sinn. Okay, dann nehme ich mal an, die Treppe, die da nach oben führte, rechts, da sollten wir eher hingehen. Und ich glaube, ich muss hier ein bisschen ziehen und hier ein bisschen stupsen und Finstertrunk einkassieren. Nein, das war falsch. Hä? Ah, okay. Ich dachte, ich kann da unten nicht laufen. Also hier. Hier. So. Jetzt ist das hier unter und jetzt bin ich gefangen. Ich und Boxen, das ist schon nicht gut in Tales of Xillia ausgegangen. Jetzt muss ich hier nochmal drehen. Und nochmal hier. Jetzt muss ich die verdammte Box hier auch noch rüberschieben. Ziehen, meine ich. So, und... Hepsala. Und Hepsala. Und Hepsala. So. Was das hat was, ne? Und jetzt geht's hier nochmal nach unten. Was? Was haben wir gewonnen? Truhe. Ein Stänglerkristall, okay. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Man würde ja, glaube ich, schon sehen, wenn man in 1 drückt, oder? Noch mehr Boxen! Ja, das müsste schon richtig sein, ne? Und das hier. Wo ist... Warum kann ich nicht... Ah, hey! So, und jetzt hier... Boxen, so wird der dieser Part heißen. Und wenn nicht, dann bin ich doof. So, jetzt nochmal hier rum. Und, nee, halt. Ich kann nur hier runterziehen. Zack, zack. Und zack. Und zack. Und noch ein bisschen zick, zack, 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 zack. Okay. Und eine Truhe. Buch der Niederhaltung. Dieses Buch verdoppelt beim Treffen aller Schwachpunkte ein Kommen deiner... Ein Elf-Bonus. Dein Elf-Bonus. Okay. Das sind, glaube ich, diese Orangenzahlen, die oben rechts angezeigt werden. Wenn ich öfter einen Schwachpunkt treffe, also Gegner angreife, die irgendwie gegen, was weiß ich, schneiden oder schlagen anfällig sind oder so. Glaube ich jedenfalls. Okay, also ja, ich kam von da... Da jeder Speicherpunkt ist,
nehme ich mal stark an, dass hier auch noch irgendwas ist. Und zwar eine Truhe. Ich würde sagen, mehr Boxen. Okay, FP. FP? Achso, FP. Ah. Boah. Oh Gott. Okay, dann gucken wir mal. Ich würde aber erstmal speichern. Ja, wisst ihr was? Ich speichere mal. Und dann würde ich auch sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann im Schlossinnenbereich. Ja, perfekt. Und dann gucken wir uns das Schloss einmal von innen an. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.